Wieso redet man in der Schweiz nicht offen über Geld? Weil man zugeben müsste, wie man das Volk hinters Licht führt. Private Banken wie UBS und CS stellen 90% von unserem Geld her. Elektronisch, aus nichts. Das meiste Geld stellt nicht unsere Nationalbank her, sondern private Banken. Per Knopfdruck, aus dem Nichts. Und die Schweiz zahlt ihnen auch noch Zinsen dafür. Die Ziffern auf unseren Konten sind nicht echtes Geld, sondern nur ein Gutschein, den man in Bargeld einlösen kann. Geht die Bank pleite, verlieren diese elektronischen Gutscheine, auch Guthaben, ihren Wert. Und das Geld auf unseren Konten verschwindet. So wird die Bank gerettet. Mit deinem Geld. Und das ist nicht alles. Banken spekulieren mit ihrem selber gemachten Geld. Das allermeiste Geld, das sie selber herstellen, 80%, geht so direkt ins Finanzcasino. Wenn es gut geht, machen sie gigantische Gewinne. Und sonst müssen sie eben von uns gerettet werden. Gewinne privat, Verluste dem Staat. Deshalb nein zur Privatisierung von unserem Geld. Nein zu Finanzblasen. Ja zu sicherem Geld. Ja zu Schweizer Franken allein von der Nationalbank. Ja zur Vollgeldinitiative.